Come on, let's do it. Let's do it. Do it. 6 million ways to travel. Come on, yo. Just come on with Sticks. Yeah. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sticks in the City. Ich bin hier in Regensburg an der Steinernen Brücke und warte gerade auf meinen Tourguide, die Maddie. Die wird heute mich führen durch Regensburg. Hey! Hey! Hi! Steigen, grüß dich. Ich habe für dich eine Überraschung dabei. Okay. Ich hoffe, du hast Bock drauf. Ich habe dir nämlich meinen schnellsten Flitzer mitgebracht. Mr. Zugi persönlich. Ich würde mal einfach sagen, du versuchst einfach mal dich reinzuhocken. Alles klar. Und dann kann ich dir mal das alles so ein bisschen zeigen. Ist nichts Kompliziertes, eigentlich ziemlich easy. Okay. Du kannst hier zum Beispiel, hier ist die Batterie, da schaltet man ein. Und dann, wenn du hier lang, so ein paar Sekunden drauf bleibst, geht dann das Display an. Genau. Okay. Hier kannst du aufs Gas drücken. Okay, 3, 2, 1, los geht's. In the city, it's the city, it's the city. The new TV, TV show, show. Just rock on. Yeah, right now. Right now, in. Regensburg. Yo, check it out, check it out, Regensburg. Das klappt ja schon ziemlich gut mit meinem Zuggerät. Ja, ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Mir macht's aber gut, aber wir sind ja hier auf der Steinernen Brücke und so. Ist cool, dass wir uns treffen. Ja, was passiert ja so? Bist du ja öfters hier? Ja, auf jeden Fall. Also Steinerne Brücke ist so der Hauptweg von der Altstadt nach Stadt am Hof rüber. Und ist tatsächlich die älteste erhaltene Brücke in Deutschland. Die ist komplett aus Stein gebaut im Mittelalter. Die haben damals 11 Jahre, glaube ich, dafür gebraucht. So im Jahr 1135 bis 1146. Und war dann auch 800 Jahre lang die einzige Brücke, die eben über die Donau gegangen ist. Deswegen spielt die eine immens große Rolle für die Stadt. Und was ist mit dem Dude da hinten? Warum schaut der nach oben? Genau, also das ist das Bruckmandel. Es gab damals eine Wette zwischen dem Brückenbaumeister und dem Dombaumeister, wer als erster fertig ist. Und der Dom war ein bisschen schneller unterwegs und dann hat der Brückbaumeister mit dem Teufel einen Pakt geschlossen. Und zwar war das so, dass der Teufel gesagt hat, ich helfe dir, dass die Brücke schneller fertig wird, aber du musst mir die ersten 3 Seelen geben, die hier drüber gehen. Und dann ist die Brücke auch als erstes fertig geworden. Und dann war der Brückbaumeister clever und hat einen Hahn, eine Henne und einen Hund rüber geschickt. Oh. Und der Teufel war natürlich super böse deswegen und hat versucht, die Brücke zu zerstören. Deswegen, der Legende nach, hat die Brücke auch einen Huckel. Ja. Und dieses Bruckmantel symbolisiert quasi diesen Brückbaumeister, der zum Dom rüberschaut und guckt, wie schnell die sind. Ja, wir schauen uns halt auch später auch noch den Dom an. Dann können wir einfach mal in die Richtung mal fahren. Sehr gerne. Das fährt sich ja eigentlich schon ziemlich gut hier. Alright. Geht es? Ja. Yeah. Okay. Ah, jetzt hat's. Yes! Wir sind im Besucherzentrum gleich neben der Steinernen Brücke und wir haben hier den Bernhard, der uns gleich eine Führung geben wird und mehr erzählen wird über die Salzstadel. Ja, gerne. Also, willkommen im Besucherzentrum Welterbe Regensburg. Regensburg ist seit 2006 eine Welterbestätte und seit 2011 haben wir unser Besucherzentrum in diesem schönen Gebäude. Es ist ein alter Salzstadel. Welterbe, das ist ein großes Wort. Was soll das sein? Es ist das Bewahren von den kulturellen Errungenschaften der gesamten Menschheit, das Wertschätzen und natürlich das Bewahren für unsere Nachkommen und auch das Genießen. Ja, super. Gut. Bin schon ganz gespannt. Hier sieht man Regensburg von oben. Das sind 5% des heutigen Regensburgs. Alles, was hier so pink umrandet ist, das ist das Welterbe. Die Donau war die Grenze. Hier endete das Römische Reich. Hier begann Germania Magna. Mhm. Das hier ist die Nahtstelle zwischen zwei Kulturräumen. Hier wurde nicht nur gekämpft, hier wurde sich auch ausgetauscht. Hier gab es natürlich auch Migration, Handel. So endete sich langsam die Zusammensetzung, weil das immer mehr Leute angezogen hat. Und so wurde das vom Militärlager langsam zu einer Zivilstadt. Mhm.
Ja, wir sind hier im Salzstadel, aber das Salz ist gar nicht das, was die Regensburger so reich gemacht hat. Was Regensburg reich gemacht hat, das sieht man hier ein bisschen in diesen Fensterchen. Das sind Luxusgüter, das ist Seide über die Seidenstraße natürlich, das ist auch Glas, Edelmetalle, Gewürze natürlich aus dem Osten, Luxusgüter im Fernhandel. Das hat die Regensburger reich gemacht. Das heißt, nicht alle Regensburger. Es hat natürlich vor allem die reichen Handelsfamilien reich gemacht, die Patrizier, von denen es in der Spitze wohl so um die 70 gab. Aber Trickle-Down-Economy, Kaufkraft entwickelt sich, der Stadtsäckel füllt sich und diese Stadt wird immer, immer reicher. Und irgendwann ist sie die reichste, größte Stadt nach Köln. Dazu trägt natürlich auch bei, was die Regensburger mit diesem Geld gemacht haben. Denn irgendwo mussten sie es ja wieder ausgeben. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir haben den Handel über die Donau uns erschlossen. Da gibt es ja auch noch Handelswege in den anderen Himmelsrichtungen. Deswegen wird jetzt diese steinerne Brücke gebaut. Und das gibt jetzt Regensburg natürlich nochmal einen Standortvorteil. Jetzt wird Regensburg richtig stinkreich. Irgendwann geht es dann auch wieder bergab, aber das erzähle ich euch da drüben. Da gibt es ja viele Faktoren. Dieser Niedergang hatte auch eine sehr traurige Folge. In Regensburg haben ja auch seit mindestens 1981 auch Juden gelebt und waren Teil der Erfolgsgeschichte dieser Stadt, waren auch Teil der Stadtgesellschaft. Als die Menschen hier verarmt sind, auch die Juden natürlich, alle Regensburger, haben sich einen Sündenbock gesucht. Und wie so oft hat man nicht, man hätte eigentlich auf die Bayern schimpfen müssen. Denn die Bayern waren ja eigentlich schuld am Niedergang, weil sie die Handelswege nach Regensburg abgeschnitten haben, weil sie noch immer stinksauer waren, dass Regensburg eine freie Reichsstadt geworden ist. Aber nein, man schimpft nicht auf die Bayern, man schimpft auf die jüdischen Mitbürger. Hier am Neupfarrplatz, in diesen blauen Häusern, all diese blauen Häuser sind jüdisch assoziiert, da haben die gelebt und gearbeitet. 1519 ist es dann soweit. 1519 stirbt Kaiser Maximilian I., der seine schützende Hand über die Juden gehalten hat. Wurden Juden vertrieben, Regensburg verliert seine jüdische Gemeinde. Lange Zeit haben sich die Juden nicht wieder ansiedeln dürfen. Die ersten kamen wieder zurück im Gefolge von Gesandten, sogenannte Hofjuden. Mhm. Heute haben wir eine lebendige jüdische Gemeinde, vielleicht so um die 1000 Leute. Okay. Und wir haben auch jetzt wieder eine neue Synagoge. Okay. Die alte Synagoge hat man übrigens hier gefunden. Und heute ist hier das Dani Caravan. Es ist ein Denkmal, es ist auf jeden Fall eine Begegnungsstätte. Eine, die uns erinnern soll und eine, die uns auch zusammenführen soll. Sollen wir mal weiterschauen? Gerne. Okay. Ja. Ja, für was ist Regensburg eigentlich noch bekannt? Natürlich für die Reichstage, für den immerwährenden Reichstag. Es ist eigentlich, ich sag's ganz kurz, eine große Konferenz, wo der Kaiser alle seine Herrscher dieses Heiligen Römischen Reiches zusammenholt, mal in diese Stadt, mal in jene Stadt, immer in eine Reichsstadt, und Regensburg war ja auch eine Reichsstadt. Mhm. Und dann wird mal bequatscht, was gibt's denn so politisch, gibt's Krieg, brauchen wir neue Gesetze, dann wird es ausdiskutiert, unterschrieben und dann fahren alle wieder heim in ihre Länder rein. Denn man muss ja präsent sein zu Hause, ja, in Bremen zum Beispiel zum Regieren. Ich möchte aber noch ein bisschen zurückgehen, denn was ist dieser immerwährende Reichstag? Also wie gesagt, so ein Reichstag, der sollte nicht so lange dauern. Warum der so lange gedauert hat, das hat viel mit dem 30-jährigen Krieg zu tun. Man hat sich 30 Jahre lang den Schädel eingeschlagen und jetzt wird es schwierig. Es ist zwar Frieden gemacht worden, der Westfälische Frieden, aber es gibt noch viel aufzuarbeiten, es gibt auch wieder viel aufzubauen. Und erstmal muss man wieder reden miteinander. Das ist immer das Schwierigste nach dem Krieg. Und das macht man in Regensburg. Also die Diskussionen ziehen sich. Und diese ganzen Herrscher, die hier sitzen, die sagen natürlich irgendwann, ich kann nicht dauernd nur in Regensburg rumsitzen, ich muss wieder nach Hause zum Regieren. Ich schicke euch dafür eine diplomatische Vertretung, man hat es damals Gesandte genannt. Und jetzt bleibt man einfach sitzen, es dauert aber deswegen trotzdem ganz schön lange, denn die dürfen ja nicht jede Entscheidung treffen, die müssen erstmal einen Brief nach Hause schreiben, trapp, trapp, trapp in die Postkutsche, bis das wieder da ist. Irgendwann warten die eigentlich die meiste Zeit nur noch auf die Post.
und arbeiten bloß noch 2 Tage in der Woche und die restliche Zeit machen die Party hier in Regensburg. Okay. Bringen natürlich auch wieder neue Einflüsse, höfischen Pomp, barockes Leben, Schokolade, Kaffee. Aber es, wie gesagt, es zieht sich, man kommt langsam ins 7. Jahr, irgendwann mal sagt einer, wir haben ja noch gar keinen Beschluss gefasst, wir können nicht auseinandergehen ohne Beschluss. Das ist ja der Sinn und Zweck eines Reichstags und was machen sie? Sie bleiben einfach sitzen. Für die nächsten ungefähr 150 Jahre. Das war der immerwährende Reichstag, der offiziell nie so hieß, aber natürlich im Volksmund irgendwann so genannt wurde. Kommen wir langsam zum Schluss von unserer Führung. Napoleon kam hier 1810 durch, hat den Fürst Dahlberg, der Regensburg 7 Jahre lang als Fürstentum regiert hat, seines Amtes enthoben. Und was macht er jetzt mit Regensburg? Tja, das Heilige Römische Reich existiert nicht mehr. Wir brauchen auch keine Reichsstädte mehr. Wir brauchen auch keinen Reichstag mehr. Für was braucht er denn jetzt Regensburg? Er gibt nach Hunderten von Jahren den Bayern zurück. Okay. Denn er will die Bayern natürlich an sich binden. Er braucht die Bayern, er braucht Soldaten für seinen Russlandfeldzug. Er braucht Bayern als Vasall, als Pufferstaat zwischen sich selbst und seinen Feinden. So, jetzt sind die Regensburger also wieder Bayern. Und die Stadt am Hofer da drüben, von denen ich euch erzählt habe, die ja Bayern waren, sind jetzt Regensburger seit 1924 eingemeindet, also gemeinsam sind wir jetzt Regensburger, gemeinsam sind wir Bayern, wir sind gemeinsam Deutsche, gemeinsam Europäer, gemeinsam hoffentlich Weltbürger. Und da komme ich immer wieder zum Schluss, so wie ich angefangen habe eigentlich, Welterbe verbindet, das ist unser Motto. Darf ich verschenken? Das ist die Idee dahinter, dass wir alle zusammenarbeiten und alle gemeinsam dieses Welterbe genießen und schützen und so gesehen ist es natürlich, wie gesagt, eine Friedensaufgabe. Das ist was, was wir in unserer heutigen Zeit natürlich gut brauchen können. Ja. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit in Regensburg und ja, hoffentlich bis bald mal wieder. Dankeschön. Bis dann. Uns ist die historische Wurstküche oder wie wir sie nennen, die Wurstkuchel. Und das ist die älteste Bratwurstbraterei der Welt. Ja, ich muss dich leider enttäuschen. Ich esse kein Schweinefleisch. Jungs, wer hat einen Bock von euch auf eine Bratwurst? Ich? Na. Da arbeitet es immer. Ein Gourmet, oder? Ausgezeichnet. Schön. Genau, also, die Wurstküchel ist ja die älteste Wurstbraterei der Welt. Und es war so, dass davor das Baubüro von der Steinernen Brücke drin war. Und als die Steinerne Brücke dann fertig war, 1146, kam dann die Garküche auf den Kranich hier rein. Und zwar, Kranich ist das alte Wort für Kräne. Das heißt, es gab hier ganz viele Hafenmitarbeiter und Bauarbeiter. Und die kamen dann hierher zum Essen. Das heißt, die Wurstkuchel ist jetzt dann bald 900 Jahre alt, die älteste Bratwurstküche der Welt. Okay. Und was natürlich auch sehr besonders ist, dass die Wurstkuchel ja auch schon oft unter Wasser stand, weil hier gleich die Donau ist. Und am Gebäude selber sieht man auch so Markierungen, vor allem von Jahrhunderthochwassern. Wir sind jetzt hier am Bahnhof in Regensburg, aber wir fahren nicht mit dem Zug, sondern wir gehen in eine Ausstellung. Die ehemalige Bahnunterführung ist nämlich geschlossen worden und da ist jetzt ein Museum drin, das heißt Artlab, Gleis 1, weil es am Gleis 1 ist.
Und da schauen wir uns jetzt die Ausstellung einer ukrainischen Künstlerin an, die eben mithilfe auch von Virtual Reality ihre Erlebnisse mit dem Krieg, der gerade aktuell in der Ukraine stattfindet, verarbeitet. Und sie wird jetzt auch vor Ort sein und wir können ein persönliches Gespräch mit ihr führen. Sehr interessant. Gut, lass uns das einfach anschauen dann. Ja. Wir sind beim ArtLab Gleis 1, direkt beim Hauptbahnhof. Und ich habe heute zu Gast Anna Malankina. Und it's an honor for us that you are having time. Es ist uns eine Ehre, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um uns Ihre Ausstellung zu zeigen. Wie war nochmal der Name der Ausstellung? The exhibition is called Songs of the Ravaged Landscape. Die Ausstellung nennt sich Songs of the Ravaged Landscape und besteht aus 4 Einzelprojekten, von denen ich 3 letztes Jahr und eines im Jahr 2020 gemacht habe. Die meisten von ihnen thematisieren Gewalt, Erfahrungen von Frauen oder Erfahrungen aus dem Krieg. Außerdem sind diese auch mit eigenen Erfahrungen und Geschichten aus meiner Heimatstadt verbunden. Also mit für mich sentimentalen Dingen. Bei meinen Werken arbeite ich meistens mit Videos, VR und KI. Und ich mag es, dabei verschiedene Narrative wie Songs, Bücher oder Geschichten zu verbinden. Aber auch das digitale Medium ist eine Möglichkeit, diese verschiedenen Erfahrungen zusammenzubringen. Ist das Ihre erste Ausstellung hier in Deutschland? Es ist meine erste eigene Ausstellung. Aber ich hatte schon eine Gruppenausstellung im Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, welche On the Boundary of Two Worlds hieß und Anfang 2023 stattfand. Space is kind of reminds me on like on a bunker. Like I remember when I was in Moscow, it was. Dieser Ort erinnert mich irgendwie an einen Bunker. Als ich in Moskau war, waren auch alle U-Bahn-Stationen sehr laut. Gibt es da eine Verbindung zu Ihrer Ausstellung? Ja, die Bahnhöfe in der Ukraine waren auch Evakuierungspunkte für die Leute. Ich war in Kiew, als der Krieg begann, und da musste ich auch evakuiert werden. Mit diesen Evakuierungszügen, die tatsächlich Millionen Menschen geholfen haben. Aber ursprünglich komme ich aus Kharkiv. Und das ist einer der Orte, die sehr wichtig für meine Arbeit sind. Ich sehe gerade die 2 Gemälde mit den 2 Frauen hinter Ihnen. Was ist die Geschichte dahinter? Es ist eines meiner ersten Werke in dieser Ausstellung. Es heißt Come Wander With Me. Ich lade dabei den Betrachter ein, mitzukommen und durch die Straßen zu gehen, durch welche ich nachts alleine gegangen bin. Und dieses Projekt besteht aus 2 Geschichten. Eine ist aus der römischen Mythologie, die Geschichte der Lucretia, eine reiche römische Frau, die vom Sohn des Königs vergewaltigt wurde. Deswegen fühlte sie sich so schuldig, dass sie sich letztendlich tötete. Ich beziehe mich auf Lucretia und ihre Geschichte, aber auch auf die Geschichte von Ludmilla, ein Mädchen, das 1995 in Kharkiv getötet wurde. Im 2. Teil meiner Arbeit kann man ein Video und eine Gedenkstätte mit Blumen von ihr sehen. Ich denke, es ist wichtig, dass dieses Projekt gesehen wird, weil ich mit einer feministischen Sichtweise über politische Probleme sprechen möchte. Dies tue ich anhand der Vorstellung, dass das Land ein Körper ist, welcher eingenommen und verletzt wurde von Russland. Ich denke, dass ich durch diese Arbeit das Thema Krieg, die Sache, die mich gerade am meisten besorgt, noch länger in den Fokus stellen kann. Das ist kein Mittel, den Krieg zu beenden, aber eine Art, sich miteinander zu verständigen und Menschen zusammenzubringen. Kunst kann Brücken zwischen den Menschen bauen. Ja, sicherlich. Ich denke, meine Rolle gerade ist es, zwischen den Leuten zu vermitteln. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Viel Glück für Ihre nächste Ausstellung. Dankeschön. Let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return to the Mac, the king is back though.
Corvette and cash, I never like those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door. Wir sind hier gerade am Milchschwammerl. Den gibt es, glaube ich, seit den 50er Jahren. Das war davor so ein Milchkiosk, wo die Leute ihre Milch kaufen konnten. Der ist dann im Krieg zerstört worden. Und dann ist dieses Schwammerl, also der Pilz, aufgebaut worden. Mhm. Und seit vielen Jahren ist das jetzt hier so ein Stehcafé, wo Leute, die zum Bahnhof gehen oder einfach hier durch die Fürst-Anselm-Allee gehen, sich hier einen Kaffee holen, verweilen können und genau, sich schmecken lassen, weil hier wird nämlich auch selber geröstet. Der ist top, wirklich. Schön. Mm. Leute, top Kaffee. Also wirklich. Solo con Giotto. Wir sind jetzt hier in der Goliathstraße. Hinter uns sieht man das Wandgemälde von der Geschichte von David und Goliath. Goliath war nicht selber hier, sondern das war eine Herberge für die Goliaden. Das waren herumreisende Kleriker. Und aus dem Namen ist eben Goliath diese Geschichte entstanden und auch der Name der Straße. Und es war früher eine Hausburg und jetzt sind hier Geschäfte und Wohnungen drin. Es gibt ein Sternelokal. Und im sechsten Stock oben im Turm gibt es das Turmtheater, in dem spiele ich auch aktuell als Gastschauspielerin. Okay. Genau, es ist ein sehr schönes altes Haus mit einem sehr schönen Gemälde und das wurde 1900 gemalt und seitdem auch erhalten. Mhm. Wie weit ist es barrierefrei? Nicht ganz. Also es gibt einen Aufzug bis in den sechsten Stock hoch. Leider auf der anderen Seite des Hauses beim Eingang gibt es zwei Stufen. Es gibt aber eine mobile Rampe, die man eben anbringen kann, aber die nicht dauerhaft da ist. Okay. Und das ist unser Dom St. Peter. Da gehen wir jetzt rein, kriegen eine Führung und da hinten ist der barrierefreie Zugang. Yeah, let's roll on. Yes. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid, dass ich euch jetzt hier im Dom begrüßen darf, Dergen und Medi. Schön, dass ihr gekommen seid. Der Dom, steinernes Gebirge, mitten in der Stadt. Seit ungefähr 500 Jahren steht er so da, wie er jetzt heute dasteht. 250 Jahre vorher hat man angefangen, ihn zu bauen. Also man hat 250 Jahre gebraucht, um diesen ganzen Dom von Osten nach Westen hier zu bauen. Und es hat dann auch noch ein bisschen länger gedauert, bis ins 19. Jahrhundert, bis der Dom auch noch seine Turmspitzen bekommen hat. Also nach 600 Jahren war der Dom ungefähr vollendet. Das ist nicht der erste Dom. Es gab auch eine Vorgängerkirche, die noch viel älter ist, von der sogar auch noch Teile dastehen. Aber das ist natürlich jetzt hier dieser wunderbare Dom. Ein bisschen düster vielleicht auf den ersten Blick. Aber je länger man drin ist, je länger gewöhnt man sich gerade an so einem schönen sonnigen Tag. Weil das Besondere hier sind wirklich die Fenster. Das ist ein großer Schatz, den wir hier haben. Und das ist auch das, was diesen Dom auszeichnet und was auch die Architektur der Gotik so auszeichnet. Mhm. Man konnte Wände aus Glas schaffen. Vorne im Chor sieht man das ganz toll. Das ist nur noch Glas. Das ist, die Wände sind komplett aufgelöst. Das ist komplett Glas. Und diese Fenster sind aus der Entstehungszeit des Doms. Die Fenster sind über 700 Jahre alt. Wow. Die erzählen auch eine Geschichte, oder? Ja, die erzählen ganz viele Geschichten. Da gibt es Bilder von Heiligen, da gibt es Szenen aus dem Leben Jesu. Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt ein bisschen mehr davon ab, wer die Fenster gestiftet hat. Manche, die wollten sich da auch selber verewigen. Die sind zum Teil auch abgebildet mit so kleinen Stifterfiguren. Okay. Also man hat das damals schon auch, man hat sich auch ein bisschen in Szene gesetzt. Aber das Tolle ist eben, dass das alles gefärbte Glasstücke sind, die halt zusammengesetzt worden sind, mhm, und die seit 700 Jahren an Ort und Stelle sind.
sind nur ein einziges Mal entfernt worden im Zweiten Weltkrieg. Da hat man die alle ausgebaut, okay. Damit sie nicht zerstört werden, ja. Und nachher wieder eingebaut. Wie hoch ist der Dom? Innen drin ungefähr 30 Meter. Außen, die Türme sind 105 Meter hoch. Okay. Also apropos Höhe, die Orgel, ist die freihängend? Das ist sie und ich würde sagen, die schauen wir uns von der Nähe mal an. Wie hat es hier eigentlich ursprünglich ausgesehen? Ja, das finde ich wirklich ein ganz spannendes Thema. Ursprünglich kann man sich diesen Dom eigentlich als ein weißes Gebäude vorstellen. Das war so ein weißer Kalkstein, wie man den außen auch vorhin gesehen hat. Und der Raum war ursprünglich mal wirklich komplett weiß. Da gab es nur ganz wenige Farbakzente. Die Glasfenster und Figuren. Ein bisschen sieht man es hier zum Teil auch noch an der Figur. Mhm. Und das muss ein unglaublicher Anblick gewesen sein, der also auch wirklich die Menschen fasziniert hat. Dieses weiße Gebäude, weißer Kalkstein und dann ein paar ganz kräftige Farbakzente. Bei der Figur hier haben wir, die Forscherinnen und Forscher, haben wir 7 verschiedene Farbschichten gefunden, die über die Jahrhunderte hin immer aufgetragen worden ist. Und das ist eine der wenigen Figuren, wo jetzt noch die Farbe auch ein bisschen sichtbar ist. Mhm. Ein bisschen viel Staub ist da auch mittlerweile dabei, aber wenn man es mal wieder putzen würde, wäre es sicherlich auch noch mal ganz schön, das so zu sehen. Und die Figur ist deswegen noch farbig heute, weil sie zu den bedeutendsten Figuren hier im Dom gehört. Okay. Das ist eine Figurengruppe, das ist einmal auf der einen Seite des Pfeilers eine Figur Maria und auf der anderen Seite gegenüber steht ein Engel. Okay. Und das ist diese Geschichte, wie alles begann. Der Engel kam zu Maria und sagt, du wirst einen Sohn bekommen, den gibst du den Namen Jesus. Okay. Was für ein großartiges Werk. Der Dom ist eine Kirche. Zu einer Kirche gehört ein Altar. Wir sehen hier gleich 2 hintereinander, nämlich den alten Silberaltar ganz hinten. 100 Jahre hat man da ungefähr gebraucht, um den zu bauen aus Silber. Und seit knapp 50 Jahren steht halt hier der neue Altar im Zentrum des Domes, näher rangerückt. Da kann man sich besser drumherum versammeln. Der Silberaltar ist aber auch noch deswegen interessant, weil als der Dom im 19. Jahrhundert an das Königreich Bayern fiel, der gehört dem Staat, nicht der Kirche, auch bis heute noch, ging König Ludwig damals dran und hat den Dom umgestaltet. Alles, was in der Zwischenzeit nämlich an barocken Einbauten hineinkam, Altäre und alles, es musste alles raus, sodass der ganz stilrein gotisch dasteht. Mhm. Aber man wollte damals eine Orgel haben. Und König Ludwig hat gesagt, könnt ihr gerne haben, man darf sie nur nicht sehen. Okay. Und deswegen war bis vor 13, 14 Jahren immer hinter dem Silberaltar die Orgel. Da ist jetzt noch eine Orgel sogar drin. Die ist hinter dem Silberaltar in den Boden reinversenkt. Und die funktioniert noch? Die funktioniert noch. Die kann man auch noch spielen. Man kann sie vor allem aber jetzt zusammenspielen mit der großen neuen Domorgel. Über den Gewölben ist ein Stahlgerüst eingebaut. Das liegt auf den Pfeilern auf. Und an diesem Stahlgerüst hängt dann noch eine Strebe dran. Und da hängt diese Orgel dran. Okay. Und wie kommen die Leute da hoch? Ja. Das ist die spannende Frage. Die Orgel hat einen eingebauten Lift. Oh, okay. Da könnte ich auch jetzt hoch, oder? Wenn ich Orgel spielen könnte. Leider nicht. Dazu ist die Liftkabine zu klein. Wenn man einen Lift braucht, fährt an der linken Seite eine Liftkabine raus, fährt dann vor diesem Pfeiler hier runter
und kommt da unten an. Der Organist kann einsteigen. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Das ist fast so ein bisschen wie so eine kleine Telefonzelle. Ja, da kann man sich reinsetzen. Da gibt es auch so Sprechlöcher drin. Mit okay. so wie so eine Telefonzelle. Und die fährt dann da hoch. Nice. Aber es gibt auch ein bisschen was Einfacheres. Mhm. Im Chor gibt es einen zweiten Spieltisch. Weil gerade bei Gottesdiensten braucht man den Blickkontakt. Was passiert? Muss man reagieren als Musiker? Kann ich noch spielen? Muss ich schon aufhören? Und da gibt es einen zweiten Spieltisch. Mit dem kann man genauso spielen. Ja, die Orgel hat ungefähr 80 Klangfarben. Mhm. Und die alte Orgel, die immer noch da ist, da sind noch ungefähr 30 Klangfarben da. Also fast 110 verschiedene Klangfarben hat die Orgel. Wow. Die Orgel allein hat 5.871 Pfeifen. Das ist mal eine Nummer. Das ist eine Nummer, ja. Und sie ist ungefähr so, also es wiegt knapp 37 Tonnen. Boah. Okay. Und hängt dran. An der Mauer. Sie hängt nicht an der Mauer. Sie hängt an 4 Stahlseilen. Das ist die einzige Aufhängung. Wow. Stahlseile haben ungefähr einen Durchmesser von 3 Zentimetern. Ja. Und seit wann gibt es die jetzt? Die Orgel ist 2009 eingeweiht worden. Also jetzt, dieses Jahr wird sie 14 Jahre alt. Und es ist eben die erste große Orgel hier im Dom. Vorher gab es nie eine große Orgel. Einfach, weil man nie wusste, wo sollte man sie hinbauen. Es gab einfach keinen Platz. Witzig. Ja, bei der Größe des Doms da vergisst man oftmals auf die ganz kleinen Dinge zu schauen. Und ich finde es schön, kleine Details wahrzunehmen. Und ein besonders schönes, gerade hier so im Ausgangsbereich, das ist dieses hier, nämlich die Darstellung von Tieren. Eine sich in den Schwanz beißende Schlange und da sitzt ein kleiner Schmetterling drauf. Man übersieht das, wenn man hier hinausgeht, Symbole für die Ewigkeit. Der Kreis, die Schlange, die sich in den Schwanz beißt, der Schmetterling, der aus einer Puppe entsteht, aus einer Raupe, sich verpuppt und dann eben verwandelt in neues Leben. Ich finde es auch ganz schön. Es ist nicht nur was Düsternes, sondern eigentlich auch was sehr Lebensbejahendes. Und das soll ja auch der Dom vermitteln. Es ist ein Bauwerk, in dem Leben stattfindet, man auch Leben erfahren kann und auch Freude am Leben vielleicht vermittelt werden kann. Ja, das ist ein schöner Abschied da. Freude am Leben. Gerne. Ja. Vielen Dank nochmal für die Führung. Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht und wir haben viel herzlich gelernt. Willkommen. Immer wieder, wenn es mal passt. Dreh durch. Projekte für Stadt, also ungefähr 30 verschiedene Projekte. Ja. Und ich suche nicht etwas Schönes und dann mein Bild bringen. Nein, ich suche einen Platz, wo kann man etwas ändern, neue Räumlichkeit, aber auch diese Änderung bringt etwas Interessantes und Gutes. Und ich male keine Bilder an Wand, ich male neue Räume. Diese Projekt ist etwas anderes. Weil hier muss ich viel Porträt bringen, viel Personen. Die eine läuft ins andere und mit Farbe, auch bunte Farbe. Weil hier ist graue Gasse. Ja. Und hier kann man richtig bunt machen, weil das stört nicht. Ja. Ja. Bringt ein bisschen Farbe auf jeden Fall hier in die Allee mit rein. Ja. Und das sind jetzt alles ganz bekannte Leute aus Regensburg, oder? Alle bekannte Leute. Verbunden mit Regensburg, oder geboren, oder hier gelebt, oder gearbeitet. Musiker gibt es, Historiker oder Diplomaten. Das ist alles sehr interessante Geschichte. Hm. Und meine Idee war, alle auf einem Ort zeigen. What do you think when people look at me? 100 degrees tougher than Booker T. Jeder Porträt ist eine Biografie, kurze Biografie mit Name von Sponsor.
So ist die Idee von Anfang. Also ich suche Sponsoren für jedes Porträt. Okay. Und wie geht es Ihnen damit, dass das hier die Straße ist, wo die ganzen Nachtclubs sind? Also haben Sie Angst, dass Leute das verunstalten? Ja, also das ist, alles bleibt sauber. Mhm. Es war seit diesen Zeiten, waren ein paar Schilder abgerissen. Okay. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob das auf den politischen Grund oder eine okay. Person war, er war Waffenhändler okay. in ganz Europa, sehr erfolgreich, aber das war 18. Jahrhundert, das ist andere Zeit, das war ganz legal. Heute gibt es auch Waffenbau und Produktion, das ist klar. Mhm. Ich probiere zu realisieren meine Idee, also diese Teil, also Betonteil, ja. Lassen zum Sprayen. Für Graffiti vielleicht oder dann, oder? Graffiti. Ja. Zwei, drei Künstler mit bestimmten Bedingungen. Mhm. Also das muss nicht bunt sein, ja. Das muss monochrom bleiben und nutzen nur diesen Namen, nicht etwas anderes schreiben. Ja. Also dann wird auch nichts so. Ja, ist eine gute Idee, so ein bisschen mit Geschichte und ein bisschen was Graffiti und zusammen auch, zu verbinden. Ja. Mit heute. Ja. Verbinden, ja. Cool. Ja, vielen Dank. Das war Oleg aus Ukraine, oder? Geboren in der Ukraine, studiert in Riga, gelebt in St. Petersburg und das ist mein viertes Land. Kann nicht sagen, ich bin Ukraine oder Deutsche. Okay. Weltkünstler, oder? Ja, ja. Für ja. mich ist das nicht so wichtig. Ja. Ja. Wir sind jetzt hier im Innenhof vom Goldenen Turm, den man hier sieht. Das ist einer der letzten großen Patriziertürme, die wir hier in Regensburg haben. Und es war damals im 13. Jahrhundert einfach nur ein Statussymbol. Also der Turm, wie wir vorher im Welterbezentrum gehört haben, ist halb hohl und da wurde einfach Stein auf Stein auf Stein geschlichtet, um zu zeigen, wie steinreich man eben ist. Und es war einfach nur Protzen tatsächlich. Mhm. Und der ist aber noch sehr gut erhalten. Und hier im Innenhof ist jetzt ein Studentenwohnheim. Mhm. Und wie hoch ist der Turm? 50 Meter. Okay. Mit einem ganz schwindelig, wenn man hochschaut. Aber ich steht's auch gleich im Kopf, wenn ich hochgucke. Also wir befinden uns jetzt hier am St. Emmerams Platz und im Hintergrund ist das Schloss Thurn und Taxis zu sehen. Das wird gerade scheinbar saniert. Mhm. Genau, da wohnt die Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Gloria ist ja stadtbekannt und viele lachen über sie und schütteln den Kopf, weil sie ist eine sehr exzentrische, flippige Person, die auch ganz gerne laut und offen ihre Meinung kundtut. Wenn man aber auch nur ein bisschen genauer hinschaut, wird man schnell merken, dass unsere liebe Gloria homophobe, rassistische Aussagen trifft, sie rechtes Gedankengut und Mythen teilt, sie sich sehr gerne mit rechten Größen in Kirche und Politik abgibt. Die Protestwelle, auch vor allem unter den jungen Leuten, wird in Regensburg auch immer größer und es gab jetzt auch zum Auftakt am Wochenende einige Protestveranstaltungen. Gerade wenn sie mal wieder in der Öffentlichkeit Aussagen trifft, die einfach nicht vertretbar sind, dann wird das immer mehr, dass Leute auch sich einfach gegen sie stellen. Wir sind direkt bei der Walhalla, im Paradies der Krieger. Und ihr werdet es nicht glauben, wir haben es hier hochgeschafft mit dem Auto. Und wer den Euroschlüssel hat, schafft es sogar bis zur Rampe. Die Maddie kann mir noch mehr erzählen über die Walhalla. Yes, ich habe mich informiert. Genau, also wie du schon gesagt hast, die Walhalla, also der Name, spielt auf das Paradies der Krieger in der germanischen Mythologie hin. Und das ist ein Tempel, der hauptsächlich aus Marmor besteht und
umringt ist von 52 Säulen. Das hat König Ludwig von Bayern, der Erste, hat das hier errichten lassen. Und zwar war das so, dass nachdem Napoleon seinen Siegeszug vollbracht hat und der Untergang des Heiligen Römischen Reiches war, war das sehr schmachvoll für König Ludwig. Und er wollte dann eine Ruhmeshalle errichten für ehrwürdige Persönlichkeiten der deutschen Zunge, also der deutschsprachigen. Es geht also gar nicht darum, dass man deutscher Staatsbürger quasi ist, sondern dass man irgendwie eine Wurzel in der germanischen Sprachfamilie hat. Okay. Und er hat hier in dem Tempel Büsten aufstellen lassen von eben Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Literatur, Kunst. Und die werden auch seitdem immer ergänzt. Also man kann da einen Antrag stellen bei der Akademie der Wissenschaft und alle 5 bis 7 Jahre werden neue Büsten aufgestellt. Die Voraussetzung ist, dass man mindestens 20 Jahre tot sein muss, okay. eben aus der germanischen Sprachfamilie ist und irgendeine Errungenschaft hat. Schauen wir uns das mal an, sind die auch da drin, oder? Sehr gerne. Der Architekt war Leo von Klenze und der hat die Inspiration von der Akropolis in Athen eben okay. hergenommen. Was ich auch irgendwie cool finde, ist, dass König Ludwig schon damals gesagt hat, dass es eben nicht nur für Männer ist, also die Büsten, sondern dass auch Frauen ausgestellt werden, was okay. 1842 jetzt nicht unbedingt üblich war. Ja. Und welche Frauen sind als Büsten aufgestellt? Zum Beispiel Caroline Gerhardinger, Käthe Kollwitz oder eben auch Sophie Scholl. Ja, Maddie, wo sind wir hier jetzt gerade gelandet? Wir sind am Alten Rathaus. Hier hat im Reichssaal der immerwährende Reichstag getagt, was wir in dem Welterbemuseum erklärt bekommen haben. Und das Rathaus besteht aus 3 Gebäuden, das in unterschiedlichen Jahrhunderten gebaut wurde und wurde so quasi zusammengesetzt. Mhm. Hier ist das Standesamt, wo man in einem sehr schönen alten Saal heiraten kann. Hier ist das Büro der Oberbürgermeisterin und hinter uns links von der Tür sieht man 3 so Stäbe, die verschiedene Längen haben. Das waren damals die städtischen Maßeinheiten. Das war Fuß, Elle und Klafter. Und da konnten quasi Leute hinkommen und ihre Werkzeuge oder Gegenstände quasi messen und ihre Werkzeuge eichen. Und über dem Portal sieht man 2 Männer. Das sind Schutz und Trutz. Und die sollen quasi die Wehrhaftigkeit der Stadt darstellen. Und was man noch sehen kann, ist das Stadtwappen von Regensburg, die 2 gekreuzten Schlüssel. Ah, okay. Und der Schlüssel ist das Attribut von Petrus, das ist der Patron vom Dom St. Peter. Mhm. Wow, interessant. Jetzt kenne ich auch das Wappen von Regensburg. Genau, das sind 2 Schlüssel auf rotem Hintergrund. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Nah. You don't impress me, so don't test me.
they wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing by the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing by the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Nah. Ja, schade, dass es hier nicht barrierefrei ist, aber trotzdem, die Mauer ist sehr beeindruckend. Ja, genau, also das Parkhaus an sich, wo wir uns hier befinden am Dachauplatz, ist schon barrierefrei, aber eben genau diese Stelle, wo man die alte Legionslagermauer sehen kann, eben leider nicht. Das hier ist die römische Legionslagermauer. Der Kaiser Marc Aurel hat hier auf dieser Fläche das Castra Regina bauen lassen, also eine Legionslagerstätte mit einer Legion von ca. 6000 Soldaten. Der einzige Sinn, warum das hier war eben diese Donaugrenze vor den Germanen im Norden zu beschützen. Das war quasi Sinn und Zweck dieses Castra Reginas. Das Legionslager wurde im Jahr 179 gebaut und war dann 300 Jahre in Regensburg. Und das hat quasi auch die Stadt Regensburg begründet. Regensburg heißt auch nicht ohne Grund die nördlichste Stadt Italiens, weil auch einfach dieser Einfluss der Römer so stark war. Ja. Leider gibt es nicht mehr so viele Reste der Römermauer. Das hier wurde gefunden, als eben das Parkhaus gebaut worden ist. Es war so, dass im Mittelalter diese Mauern oft als Steinbruch quasi genutzt wurden, um andere Gebäude zu bauen. Also diese Patriziertürme, die es gibt zum Beispiel, wurden auch ganz oft aus den Steinen der Legionsmauer gebaut. Okay. Genau. Ja, wir sitzen hier vor dem Künstler Dani Caravan und wir haben den ja schon in Nürnberg gesehen. Der hat nämlich die Säulen für die Menschenrechte, hat er auf jeden Fall die Kunst dafür in Nürnberg aufgestellt. Und wir sehen am schönen Background auch hier die Parkour-Leute. Das erinnert mich so an meine alten Zeiten, ja. Kannst du jetzt sowas ein bisschen mehr erzählen über den Platz hier? Ja, klar. Also, du hast ja schon gesagt, das ist das Kunstwerk von Dani Caravan. Und es soll hier an die jüdische Synagoge erinnern, die 1519 von den Christen hier platt gemacht worden ist. Also wir sind hier am Neupfarrplatz in Regensburg. Und auf diesem Platz wurde, ich glaube, 1981 eine jüdische Gemeinde gegründet. Und hier waren Wohnhäuser, eben eine Synagoge, ein Gericht, ein Hospital und ein Ritualbad. Und hier war total viel jüdisches Leben. Und Christen und Juden haben zu der Zeit ganz friedlich zusammengelebt. Ja. Und wie es leider ja in der Geschichte war, ist der Judenhass immer größer geworden und dann in Zustimmung der Stadt Regensburg damals wurde 1519 wurden die Juden aus Regensburg weggejagt und das Viertel hier wurde komplett platt gemacht. Und man hat ganz lange Zeit gar nicht gewusst, was hier alles ist, weil ja keine Überreste da waren. Okay. Und 1995 wurde der Neupfarrplatz neu gestaltet und dann kam total überraschend die Überreste der jüdischen Synagoge zum Vorschein. Da hat man gesagt, okay, das kann man nicht ignorieren. Und so ist dieses Denkmal eben entstanden. Und das soll jetzt einfach eine friedliche Begegnungsstätte sein für alle Menschen. Man sieht hier, machen Leute Parkour, andere Leute skaten hier. Man sitzt, man unterhält sich. Und das ist genau das, was Dani Caravan hier mit bewirken wollte. Ja, hat er super gemacht auf jeden Fall. Ja, man sieht hier vorne auf Hebräisch Misrach, so heißt das Denkmal auch, und das bedeutet Osten. Also das ist eben, das zeigt auch nach Osten, das ist eben auch die Gebetsrichtung. Okay. Ja, aber was machst du sonst so, außer wenn du eigentlich Menschen die Stadt zeigst? Was ist deine Geschichte? Meine Geschichte? Also, ich komme aus Regensburg, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen. Ich habe hier an der OTH in Regensburg studiert und aktuell bin ich an der Akademie für Darstellende Kunst Bayern, auch hier in Regensburg, und studiere da Schauspiel und bin jetzt dann im Abschlussjahr. Ah, okay. Kann man dich schon auf der Bühne sehen? Ja, also im Rahmen unserer Ausbildung haben wir eigene Produktionen. Wir haben in unserer Akademie auch ein Theater, das Akademietheater, wo wir Produktionen spielen. Ich habe jetzt mein Abschlussstück, Komplizen heißt das. Und ich war im Stadttheater auch zu Gast und auch hier im Turmtheater in Regensburg. Ah, okay. Genau. Und ich weiß nicht, also eben, du warst ja heute jetzt eigentlich den ganzen Tag mit mir im Rollstuhl unterwegs. Ja. Jetzt stell dir mal vor, jemand würde dir jetzt eine Rolle anbieten, die solltest du im Rollstuhl spielen. Mhm. Und ich meine, du hast jetzt ein bisschen Erfahrung sammeln können. Wie würdest du jetzt zu dieser Rolle reagieren, wenn du dir sagst, okay, kannst du dann spielen im Rollstuhl? Also ich finde, das ist ein Thema, das wir auch im Rahmen unserer Ausbildung auch viel besprechen. Also
wer darf eigentlich was spielen? Okay. Und ich finde, es ist eine total wichtige Frage. Ich meine, generell im Schauspiel, wir spielen ja nie uns selbst. Wir schlüpfen immer in Rollen und es ist ja genau unser Job. Und die möglichst authentisch zu verkörpern. Mhm. Ich finde, das Wichtigste ist erstmal, dass man, also die Personen, die jetzt casten würden, dass die erstmal gucken, okay, gibt es eine Person, die im echten Leben auch im Rollstuhl sitzt und Schauspieler, Schauspielerin ist. Das finde ich ist wichtig abzustecken. Und dann eine Rolle besteht ja aus verschiedenen Teilen. Es gibt ja auch noch den Charakter des Menschen, die Art zu spielen. Es ist ja nicht nur... Reduziert auf den Rollstuhl. Genau. Ja. Und dann muss man halt schauen, okay, haben wir eine Person, die dafür passt und die im echten Leben auch im Rollstuhl sitzt. Und wenn es das nicht gibt, dann finde ich, ist es total in Ordnung, wenn dann auch Menschen, die nicht im Rollstuhl sitzen, eine Person spielen, die im Rollstuhl sitzt. Hm. Was wäre so deine Lieblingsrolle, wenn jetzt zum Beispiel dich jemand fragen würde, welche würdest du am liebsten spielen? Ich würde total gern, das ist super klassisch, aber ich würde total gern eine Kommissarin spielen. Geil. Ja. Ah, ist cool. Ja, und das wäre, fände ich toll. Oder so eine ganz böse Person. Wollte ich gerade fragen, ja. Da hätte ich auch total Lust drauf. Sehr mutig auf jeden Fall, dass du dich auf jeden Fall in meinen Rollstuhl reingekockt hast und einfach mal die Perspektive von meiner Seite aus mal sehen konntest. Wie war das so jetzt so? Genauso für dich jetzt. Weißt du, so, hast du da irgendwie gemerkt, dass es jetzt irgendwie anders war, so, weißt du, so vom ganzen Umgang? Hast du da was gemerkt? Voll, absolut. Also erstmal danke für die Möglichkeit. Also ich habe das ja gar nicht erwartet. Ich war da tatsächlich ein bisschen überrascht davon und hatte dich ja auch gefragt, so, ist das jetzt okay, wenn ich wirklich im Rollstuhl jetzt sitze? Weil ich kann ja eigentlich gehen und dann eben genau dieses Argument, es ist ja wichtig, eine andere Perspektive einzunehmen, um Sachen besser zu verstehen, um auch zu merken, okay, was ist hier alles nicht barrierefrei und was gibt es für Hürden und wo können wir auch im Alltag einfach das Leben leichter machen oder halt tatsächlich erschweren. Also was ich total gemerkt habe, ist eben Bürgersteige, wenn da Mülltonnen stehen, wenn da Fahrräder abgestellt werden. Ich fahre super viel Fahrrad. Mhm. Ich werde auf jeden Fall jetzt mehr darauf achten, wo stelle ich mein Rad ab? Stelle ich das gerade so ab, dass dann ein Rollstuhlfahrer oder Fahrerin eben nicht mehr auf dem Bürgersteig fahren kann, dass man da sensibilisiert wird dafür. Mhm. Ich hatte das Gefühl, im Straßenverkehr mehr übersehen zu werden, auch von Passanten. Und dann so, oh Gott, da ist ja jemand irgendwie zur Seite. Und ja, man wird ja auch viel angeschaut. Ich meine, den Rollstuhl, den du mir jetzt also geliehen hast, der war ja motorisiert, der hatte wirklich große Reifen. Das ist ja, ich kann es ja trotzdem nicht nachempfinden, wie das ist, den ganzen Tag auch zu schieben. Das war jetzt eine Pro-Version auf jeden Fall. Die genau, benutze ich also aber total, auch immer das war wie so ein E-Mountainbike quasi. Aber es war sehr spannend. Ich bin echt dankbar, dass ich das machen konnte, weil ich die Stadt echt noch mal ganz anders erlebt habe. Also das war ja auch eigentlich das ganze Sinn an der ganzen Sache, einfach mal dir mal so ein Gefühl zu geben, weil du hast ja auch gemeint gehabt, du hast ja bis jetzt noch nie einen so großen Kontakt gehabt mit Rollstuhlfahrer und so. Und ich glaube, das war bestimmt eine riesen Erfahrung für dich. Voll. Also ich sehe das, ich kenne das von mir auch immer. Also ich merke das ja schon gar nicht mehr. Also wenn ich immer unterwegs bin und ich fahre mit meinem Rollstuhl. Aber mir ist es halt aufgefallen an dir. Ich habe, wo ich jetzt gesehen habe, wo du gehockt warst, das halt echt das Augenmerkmal als sehr stark auf dich war. Ja. Also ist mir das erstmal richtig aufgefallen. Ja. Ich meine, du bist ja hier in Regensburg geboren und so. Kannst du mir noch ein bisschen was über deine Familie erzählen? Ja. Sehr gerne. Also mein Papa ist auch in Regensburg geboren, mein Opa auch. Mütterlicherseits komme ich aus Irland. Dadurch, dass mein Papa hier auch aufgewachsen ist, habe ich schon also von Kind auf sehr viel mitbekommen und eben auch viele Geschichten erzählt gekriegt, wie es früher war. Also mein Papa ist 1953 geboren, also Nachkriegsgeneration. Okay. Mein Opa war auch im Krieg und war schwer verletzt. Und der hatte einfach so Geschichten aus anderen Zeiten mitzukriegen. Und mein Papa hat so ein ganz schönes Album und ich durfte 2, 3 Fotos mitbringen. Die würde ich dir gerne zeigen. Damals war das Wetter auch noch anders als jetzt. Yeah. Und in den 50er Jahren war es so kalt, dass die Donau immer komplett zugefroren ist. Wow. Und die Menschen quasi statt der Brücke einfach über die Donau gegangen sind. Hast du das auch schon mal erlebt, dass die Donau in Eis war? Nee. Komplett? Nein. Nee, gar nicht. Genau, das ist so ein süßes Bild. Das ist dein Vater, Ja, also ich meine, da war er so 3 vielleicht. Also das war Mitte der 50er Jahre. Ah, Mann, wie süß. Genau. Da sieht man auch hinten vom Dom auch die 2 Türme. Ja, und das ist der Eiserne Steg ist das. Okay. Dass es die Fotos überhaupt noch gibt, weißt du, das ist ein Wunder. Ja, sehr gut erhalten. Ja, die wurden halt in Fotoalbum gesteckt und seitdem gut aufbewahrt im Dunkeln. Ja, es ist halt schon spannend, wenn man eben so Geschichten auch zu verschiedenen Gebäuden kennt oder was halt so einfach passiert ist in der Stadt und auch zu merken, okay, die Stadt hat sich total entwickelt, auch im positiven Sinne und arbeitet ja auch die Geschichte irgendwie auf. Also ich meine, eben wo wir hier gerade sitzen,
Es war schrecklich, was damals passiert ist. Und es ist halt gut zu wissen, es gibt jetzt in Regensburg wieder eine Synagoge und es gibt eine lebhafte jüdische Gemeinde. Gibt's auch wieder, okay. Genau, also hier gleich um die Ecke. Und dass in Regensburg einfach alle Religionen willkommen sind. Wir können hier friedlich zusammenleben. Einfach zusammenleben, Und das finde ich schön. Das ist ein gutes, guter Platz und ein guter Beispiel dafür. Ja, und ich hoffe, dass das auch einfach weiter so wächst. Das ist mein Wunsch. Ja, meiner auch auf jeden Fall. Ja, liebe Maddie, ich hoffe, du hattest Spaß gehabt. Ich habe eine tolle Stadt kennengelernt und ich hoffe, du hattest auch Spaß gehabt, mal die Stadt von einer anderen Perspektive zu sehen, von der Rollstuhlperspektive. Ja, es war sehr spannend und viel gelernt. Ja, liebe Zuschauer, wir sehen uns auch wieder, wenn es wieder heißt Sticks in the City.